Vom absoluten Superstar zum Skandalspieler, meine lieben Freunde, das ist die Geschichte von Paul Pogba und wir schauen drauf, was ist passiert. Paul Pogba hat vergangenes Wochenende beim Ligaspiel nicht gespielt, kam nicht zum Einsatz, musste nach dem Spiel dennoch, weil er auf der Bank saß, eine Dopingprobe abgeben und die war eben positiv. Es wurde ein erhöhter Testosteronwert festgestellt, was scheinbar darauf deutet, dass Paul Pogba eventuell gedopt war. Was heißt das Ganze jetzt? Er könnte bis zu 4 Jahre Sperre bekommen. Das droht ihm aktuell, also es ist eine unfassbare Konsequenz. 4 Jahre Sperre, das wäre für einen Pogba, der inzwischen schon 30 Jahre oder an die 30 auf jeden Fall alt ist, ein unfassbarer Karrierekiller, eine 4 Jahre Sperre würde ihn komplett aus der Bahn werfen. Das wäre quasi schon fast das Karriereende. Man will nicht zu viel spoilern, aber 4 Jahre wären schrecklich für einen Paul Pogba, für allgemein jeden Spieler. Juventus Turin hat das Gehalt eingefroren. Aktuell handelt es sich jedoch nur um eine A-Probe. Es muss noch eine B-Probe geben. Das heißt, es gibt noch eine zweite Probe, die analysiert werden muss. Und davor kann man noch nicht genau sagen, ob jetzt hundertprozentig ein Dopingverstoß vorlag oder eben nicht. Darauf müssen wir warten. Aber was schauen wir zurück? Ein Pogba, den wir erlebt haben, der eine unfassbare Spielfreude hatte bei Juventus Turin, der zu Manchester United gewechselt ist. Auch dort noch eine unfassbare Spielfreude, von Verletzungen geprägt. Nichtsdestotrotz hat er häufig gute Leistungen gezeigt. Wir erinnern uns an einen Pogba 2018 bei der WM extrem stark. Dann vermeintlich nochmal aufgeblüht bei der EM 2021. Unfassbar gut gespielt. Von Man U zurück zu Juve und seither eigentlich dauerhaft verletzt. Und jetzt auch noch das mit dem Dopingvorfall. Pogba hat sich wirklich einiges erlaubt. Wenn jetzt eben noch ein Verstoß vorlag, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es mit Absicht passiert ist. Da ist irgendwas schiefgegangen, meine lieben Freunde. Weil ein so Weltklasse-Spieler sollte ja einen Berater haben, beziehungsweise einen Stab um sich herum von Experten, die wissen, dass sowas auch getestet wird. Also absolut dumm, sowas zu machen. Deshalb, wir werden sehen, was die B-Probe sagt. Wir werden sehen, was die Konsequenz sein wird. Und wir werden sehen, was Pogba dann für ein Statement gibt. Aktuell sagt seine Beraterin eben nur, dass Pogba auf jeden Fall, selbst wenn was passiert sein sollte, versucht hat, legal zu handeln, nie versucht hat, eben quasi zu bescheißen. Das ist natürlich logisch und das muss so eine Beraterin auch sagen. Wir schauen drauf, wenn es Neuigkeiten gibt. Was sagt ihr, der Absturz von Paul Pogba? Was ist da passiert, Freunde? Schreibt es gerne in die Kommentare. Haut rein und ciao.